Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Volta Fußball. Und dieses Mal versuchen wir nicht wie letztes Mal zu enden, wo wir echt hart auf die Mütze bekommen haben und mit 5:1 gegen die J10 verloren haben. Jetzt geht's quasi in die Revanche rein und wir hoffen, dass das diesmal besser funktioniert. Wieder ein 4 gegen 4 ohne Torwart mit Wenden und 5 Tore als Torvorgabe auf dem kleinen Platz. Und wir müssen dieses Mal das schauen, dass es besser läuft. Ein bisschen rumskillen, aber wir kommen nicht richtig vorbei. Oh, das ist bitter, aber wir können den Ball wieder abfangen. Aber es sieht immer noch nicht ganz gut aus und jetzt müssen wir aufpassen. Und das ist schon wieder das 1:0 gegen uns. Und der Jubel ist richtig, richtig gut. Und einfach mal aus der Entfernung schießen, aber da geht er auch nicht drauf. Jetzt müssen wir aufpassen und das ist das 2:0 gegen uns. Sag mal, die werden ja immer besser. Ich finde die Aufmachung ganz cool gemacht. Ich finde, sie macht zwar vielleicht ein bisschen zu krass auf dieses Jugendlich, auf dieses, wie sich ein alter Mann vorstellt, wie Jugendliche sind, so nach dem Motto. Aber ich finde es nett gemacht. Ich finde die Härte, die hier reingebracht wird, ganz gut und das ist schon das 3:0. Ich finde es vielleicht schlecht, dass ich nichts geschissen bekomme in dem Spiel. Das ist aber eine andere Sache, davon kann der Entwickler nichts. Es ist jetzt nicht so skill-lastig, wie es mal bei FIFA Street, bei diesem FIFA Street-Teil der Fall war. Es ist schon realistischer. Aber ich glaube, ich werde nicht mehr mit diesem Spiel, wo das richtig war. Und das ist der Chance zum Anschlusstreffer, aber ich treffe das Tor nicht. Was machen wir denn hier? Um Gottes Willen, und jetzt bekommen wir das 4:0. Und ich habe von Rache gesprochen, das ist doch keine Rache, wir werden noch mehr abgeschlachtet. Ja, ich finde, ja, es ist nicht meins. Es holt mich nicht ab, muss ich sagen. Ich bleib beim normalen FIFA-Commentary, wenn ich das so sehe. Nicht nur, weil ich es aufs Maul krieg, sondern es ist einfach nicht meins. Ich wäre damit nicht warm, selbst wenn ich jetzt hier auf 5:0 gewinnen würde. Was ich nicht tue und wir dieses Spiel 5:0 verlieren und damit jetzt mal die Hoffnung ins nächste Spiel setzen müssen, komme ich damit nicht richtig klar. Ich weiß nicht. Mir gefällt es nicht wirklich. Wenn ich so ein FIFA Street Ableger mit nicht so krassen Tricks spielen will, dann will ich das als ein einzelnes Spiel auch nicht. Es ist ja cool, dass es so als Goodie mit drin ist als Spielmodus Volta Fußball, aber ich muss es deshalb nicht spielen. Also, es holt mich nicht wirklich ab. Klar, fehlt es einfach an Können bei mir, was vielleicht die Krise noch ein bisschen verschärft, aber es holt mich generell nicht so wirklich ab. Und dementsprechend, wir spielen jetzt noch ein Spiel, vielleicht sich in dem Spiel nicht ganz so affig aus wie jetzt in den letzten Spielen und verlieren nicht unbedingt 5:0, aber ich glaube, das wird dann auch das letzte sein, was jemals auf diesem Kanal hier von Volta Games Content gebracht wurde. Und wir fangen ganz gut an, aber der Schuss ist leider viel zu weit oben drüber. Und jetzt haben wir mal Platz und jetzt müssen wir den machen. Und das ist das 1:0, tatsächlich. Mein Gott. Und das ist das 2:0, ganz stark. Und das hätte das 3:0 sein können, wenn ich da nicht so ganz komisch schieße. Das verstehe ich nicht, warum der Ball dorthin gegangen ist und den... Wir kriegen den Ball zugespielt jetzt. Also jetzt könnt ihr mir nicht erklären, dass die KI so ist wie davor. Die ist leichter gemacht worden jetzt. Die haben gemerkt, oh mein Gott, der ist echt scheiße. Wir machen die KI leichter. Und dann macht die so ein Tor wahrscheinlich. Und damit steht es 1:3. Also das könnt ihr mir nicht erzählen, dass die KI-Schwierigkeit gleich geblieben ist. Und das wäre fast das 3:2 gewesen. Ich sollte mich vielleicht nicht so aus dem Fenster lehnen. Und da ist aber viel zu hoch. Oh mein Gott, der geht ja fast über den Wolken. Kann man es eigentlich schaffen, den Ball hier zu hoch zu spielen? Weil wir kriegen natürlich gleich das 3:2 rein. Aber kann man es schaffen, den Ball aus dem Käfig zu hauen? Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr euch damit Volta ein bisschen mehr auskennt als ich, dann könnt ihr das schreiben. Wahrscheinlich ist das 3:3. Mann, ich habe mich gefreut. Wenn ihr mit Volta ein bisschen mehr auskennt als ich, könnt ihr mir das, wie gesagt, trotzdem mal in den Kommentaren da lassen, ob man den Ball hier rausschießen kann aus dem Käfig.
Und jetzt ist es echt das 4 zu 3. Es ist das 4 zu 3. Es ist unglaublich. Ich habe gedacht, ich kann mich mal freuen. Was ist das denn? Und nein, das ist auch kein Tor. Das wird abgewehrt. Und jetzt müssen wir aufpassen. Und es ist das 5 zu 3. So, und wie ich es angekündigt habe, nicht nur, weil ich verliere, sondern einfach nur, weil es mir nicht gefällt. Und natürlich auch, weil ich verliere. Ist das letzte Video auf Erzler Games, wo es um Volta geht. Dementsprechend, ich bringe nur noch mal ein Volta Games Video, wenn ihr sagt, ich soll das unbedingt bringen. Von mir aus wird es das nicht mehr geben. Von dem her wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat und ihr auch meinen eigentlichen Karrieremodus-Content feiert, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo und die Glocke aktivieren. Je nachdem, was ihr wollt, könnt ihr es machen. Haut rein, euer Erzler Games und ciao.